Und damit willkommen zu einem weiteren Diablo 3 Guide von mir. Wir befassen uns, wie im letzten Guide schon angekündigt, erneut mit dem Kreuzritter und auch erneut mit dem Dornenritter. Jetzt allerdings kein Mix aus dem Set Arkans Champion und Dornen des Ansuchers, sondern dieses Mal nur rein Dornen des Ansuchers. Und es sind zwei verschiedene Spielweisen für den beiden Bild, die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Ich möchte einfach mal der Vollständigkeit halber beide vorstellen. So, was ist geblieben? Wir benutzen weiterhin die Waffe Hacken, die einfach einen gewissen Prozentsatz unseres Dornschadens auf jeden Angriff anrechnet. 75-100% sind da möglich. Hier ist es empfehlenswert, 100% oder so nah wie möglich an 100% zu sein. Meiner ist daher noch nicht so gut. Ob die Waffe übrigens hier uralt ist oder nicht, ist völlig egal, weil der Dornschaden mit dem Waffenschaden überhaupt nichts zu tun hat. Also ich stelle den Guide jetzt komplett vor. Ich setze den nicht voraus, dass ihr euch den vorherigen Kreuzritter-Guide schon mal angesehen habt. Falls nicht, seid ihr natürlich herzlich eingeladen, eben dies zu tun. Wir benutzen weiterhin Votoyas Dornschild mit Stärke, Lebenrüstung, Abklingzeitreduktion. Hier ist einfach ganz wichtig, dass das Schild Abklingzeitreduktion und Dornschaden hat. Wo immer ihr Dornschaden drauf haben könnt, ist es ratsam, ihn zu haben. Punkt 1 und Punkt 2 so hoch wie möglich zu haben. Also da dürft ihr ruhig wirklich was in die Mystikerin investieren, um den möglichst nah ans Maximum zu ballern. Und auch hier ist es empfehlenswert, möglichst uralte Gegenstände zu haben, weil auf uralten Gegenständen, anders als zum Beispiel Crit-Chance-Crit-Schaden, der Dornschaden sehr wohl bei uralten Gegenständen um bis zu 30% erhöht ist. Das macht dann so einen Unterschied in der Größenordnung 7000 im Normalzustand, knapp 10.000 im uralten Zustand aus. Das merkt man. Das auf jeden Fall erstmal zu unserem Schild und unserer Waffe. Wir benutzen weiterhin den Ring Laterne der Gerechtigkeit, der ist essentiell, weil der Blockchance gibt und uns unsere Schadensreduktion um in diesem Fall 55% unserer Blockchance erhöht. Das ist Maximum, also sehr geil. Auch hier ist es empfehlenswert, grundsätzlich überall, wo es geht, Abklingzeit drauf. Wichtig. Dann das Ringset Windrose zu kombinieren mit dem Set Schuhe des Abenteurers, ist auch wichtig in diesem Fall. Hier haben wir jetzt Stärke, Wied, Widerstände, Crit Chance drauf und ja gut, die Crit Chance könnte weg für Abklingzeitreduktion. Ich musste diese Windrose aber erstmal nehmen, weil ich irgendwie einen Sockel drauf machen wollte. Ihr seht schon, der Sockel ist hier eingefügt worden. Besser wäre es, wenn sie schon einen Sockel hat. Dann könnte man jetzt hier die Crit Chance wegnehmen für Abklingzeitreduktion. Der Rest ist gut. Denn was bei diesem Bild gewöhnungsbedürftig ist, sag ich mal, bei der Aufstellung, ist, dass die Werte Crit Chance, Crit Schaden überhaupt keine Rolle spielen. Dornen, Kritten nicht. Das heißt, wo immer ihr Crit-Werte auf den Gegenständen habt, könnt ihr die wegmachen für irgendwas, was euch Zähigkeit gibt. Vitalität, Lebensprozente, Rüstung, Widerstände, keine Ahnung, was ihr wollt. Dann, wichtig, Fesseln des Ansuchers. Jetzt kommen wir zum Ansucher-Set. Ich stelle es, glaube ich, erstmal komplett vor, das macht, glaube ich, mehr Sinn. Set-Bonus 2 besagt, unser Dornschaden wird allen Gegnern innerhalb von 15 Metern zugefügt. Er wird jeweils 2 Sekunden lang um 35% erhöht, wenn ihr einen Gegner mit Bestrafen oder Schützen trefft oder einen Angriff blockt. Deswegen ist es möglichst gut, eine möglichst hohe Blockchance in diesem Bild zu haben, weil dann ist dieser Buff nämlich praktisch dauerhaft aktiv, weil irgendwer trifft uns immer und wenn wir dann eine Blockchance von 75% haben, blocken wir auch immer irgendwas. Und es reicht ja, wenn wir alle 2 Sekunden einen Angriff von einem Gegner blocken, um den Buff aufrechtzuerhalten. Z-Bonus 4, ihr erleidet 20 Sekunden lang 50% weniger Schaden, nachdem ihr Bombardement eingesetzt habt. Das ist ja inzwischen altbekannt, dass der 4er-Z-Bonus in den 6er-Sets meistens ein Defensiv-Bonus ist. Und Z-Bonus 6 erhöht die Angriffsgeschwindigkeit von Bestraften und Stützen um 50%. Diese Fertigkeiten fügen dem ersten getroffenen Gegner 800% eures Dornschadens zu. Das wäre dann, ihr seht schon, mal gucken. Wir greifen schon relativ schnell an mit Bestrafen. Und jedes Mal, wenn wir da einen Gegner treffen, kriegt er 800% unseres Dornschadens eingedrückt. Könnt ihr mal rechnen, 187.000 mal 8. Kommt schon ein bisschen was bei rum und dann wird es nochmal um 30% erhöht und so weiter und so fort. So. Dann natürlich Schwur des Abenteurers, hier mit Stärke, Wied und Crit-Schaden. Nicht so geil, der Crit-Schaden sollte weg zugunsten von physischem Schaden, weil Dornen sind physischer Schaden. Von Crit-Chance, Crit-Schaden profitieren die Dornen nicht, vom physischen Schaden allerdings profitieren sie. Deswegen ist es auch essentiell, dass er hier drauf ist. Was sehr angenehm ist, ist, dass die Z-Teile des Ansuchers grundsätzlich Dornschaden als Sekundär-Stat haben. Das müsst ihr euch nicht umkümmern. Frage ist halt nur, wie hoch der ist. Er ist auf jeden Fall drauf, nur die Höhe ist halt nicht ganz klar. So, des Weiteren. Eifer des Ansuchers, die Stiefel. Stärke, Wied, Bewegungsgeschwindigkeit, Widerstand gegen Schadensarten und Dornschaden. Jetzt könnte man hier die Bewegungsgeschwindigkeit auch wegmachen für zum Beispiel Rüstung. Das ist ganz euch überlassen. Hier haben wir drauf Stärke, Wied, Leben pro Sekunde, Blitz, Widerstand, Dornschaden. Die Stats sind an sich gut, die könnte man nur noch ein bisschen steigern. Einfach indem man einen uralten Gegenstand sich zulegt. Und auch hier könnt ihr zum Beispiel Schaden pro Sekunde Rüstung drauf, da seid ihr frei in eurer Auswahl.
Wichtig ist hier der Gürtel des geheimen Schatzes. Stärke wie Widerstand gegen alle Schadensarten. Und in diesem Fall habe ich den Schaden für Bestrafen einfach mal draufgelassen. Weil Bestrafen ist immer unser Angreifer, wenn er 13% mehr Schaden macht. Bringt uns ja nicht um. Wichtig ist hier, dass A im Sekundärattribut Dornschaden ist und B ist hier der Buff wichtig. Alle 7 Sekunden lasst ihr Bombardement auf einen Gegner niedergehen. Hier, Z-Bonus 4, alle 20 Sekunden lang 50% weniger Schaden, nachdem ihr Bombardement eingesetzt habt. Der Buff hier hält 20 Sekunden und alle 7 Sekunden setzen wir es ein. Also wenn wir in einem Mob stehen, ist es immer aktiv. Handschuhe des Ansuchers. Ja, Stärke, Rüstung, Crit Chance, Crit Schaden. Die sind jetzt nicht so überragend. Die hier dagegen schon. Stärke, Vit, Leben, Abklingzeit, physischer Widerstand, Dornschaden. Das ist perfekt. Und hier Stärke, Vit, Widerstände, Dornschaden, Kontrollverlust, Reduktion und ein Sockel mit einem Diamanten. Das ist ganz wichtig. Das sind halt die 6 Teile des Ansuchers. Hier, 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 hier und hier. Und dann brauchen wir noch den Brustschutz Akyla-Kürsas. Aus demselben Grund wie beim letzten Guide auch. Reduziert jeglichen Schaden um 50%, solange ihr über mehr als 95% eurer Primärressource verfügt. Wir haben keinen Ressourcenverbraucher, also der Buff ist hier unten. Immer aktiv. Ist einfach so. So. Dann gehen wir noch einmal kurz zu Kanais Würfel. Was legen wir hier an? Akarats Erwachen. Jedes erfolgreiche Blocken eines Angriffs hat eine Chance von 25%, jegliche Abklingzeiten um eine Sekunde zu reduzieren. Das ist immer gut. Dann das Eiserne Herz, erhöht euren Dornschaden um 300% eurer Vitalität. Das heißt, wenn wir jetzt hier 5182 Vitalität haben, kriegen wir dafür 15.500 Dornenschaden. Und der Klassiker, Zusammenkunft der Elemente, hier könnte man eine Einheit reinpacken, wenn man mit einem unsterblichen Begleiter spielt. Was ich jetzt nochmal ganz schnell machen werde, bevor ich euch die Skillung zeige, ist einmal ganz kurz hier einmal umbauen, weil Crit-Schaden ist hier halt wirklich unnötig. 6% Abklingzeitreduktion, nehmen wir das. Nicht irritieren lassen von dieser niedrigen Schadenszahl, die sagt überhaupt nichts aus. So, die Skillung. Wir bleiben bei Bestrafen mit der Rune Schnelligkeit, die unsere Angriffsgeschwindigkeit und unsere Blockchance 15, um 15% erhöht. Die Blockchance für 5 Sekunden, die Angriffsgeschwindigkeit für 3 Sekunden setzt ein Schild voraus, ist kein Problem, haben wir. Sekundärfähigkeit, Eisenhaut mit reflektiver Haut, 4 Sekunden lang 50% eines eintreffenden Schadens absorbiert und während sie aktiv ist, haben wir um 300% erhöhten Dornschaden. Hier macht sich die Abklingzeitreduktion bemerkbar, damit wir diesen Buff möglichst lange aufrechterhalten können. Provokation mit Schlagt mich. Wir erhalten 4 Sekunden lang eine um 50% erhöhte Blockchance, die Gegner konzentrieren sich auf uns und wir erzeugen Zorn. Gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall. Ihr seht schon, es geht alles auf Abklingzeitreduktion und möglichst hohe Blockchance. Möglichst hohe Blockchance ist dahingehend wichtig, dass unser Zweier-Set-Bonus aktiv bleibt mit den 30%, 35% Dornenschaden. Und möglichst hohe Blockchance ist natürlich wichtig, damit unser im Waffenslot extrahiertes Schild unsere Abklingzeiten senkt. Kavallerie mit Ausdauer ist, glaube ich, ein Selbstgänger. Gebot der Gerechtigkeit mit nachlassender Stärke erhöht unsere Widerstände. Und Akarat-Stempel mit der Rune Prophet ist klar. Der Klassiker beim Kreuzritter, muss ich, glaube ich, nichts weiter zu sagen. Passiven Imbrunst, Angriffsgeschwindigkeit und Abklingzeit um 15% erhöht, wenn wir eine Einhandwaffe tragen, tun wir in diesem Bild. Also eine Jungfrau, 50% mehr Dornschaden. Erneuerung, einen Angriff zu blocken, regeneriert 16.093 Leben. Standhalten, wir können nicht mehr ausweichen, aber unsere Blockchance ist erhöht. Sieht ungefähr so aus, wir haben jetzt hier von Haus aus eine Blockchance, Moment, wo steht sie, von 61%. 75 ist Maximum, also sind wir eigentlich schon mal ganz gut aufgestellt. Sonst gucke ich ja noch, ich habe noch ein paar Paragon-Punkte zu vergeben. Sekunde. Ich habe ein bisschen fleißig mit meinem Mönch gespielt und einen neuen Bild vorbereitet, den ich euch hoffentlich die Tage vorstellen kann. So, großes Portal. Was machen wir denn da mal? 58, okay, ja, das habe ich gestern mit dem Dingsbums gemacht, mit dem Mönch. Das ist jetzt etwas zu heavy. Wir nehmen einfach mal einen 45er G-Riff, was einfach mal T10 entspricht. Ja, unser Begleiter ist eigentlich relativ nutzlos gerade. Verpiss dich mal, sonst irritierst du mich nur. Und ihr seht schon, da kommt Bombardement. Wir erhöhen mal den Dornenschaden. Und ihr seht schon, wie die Gegner umkippen. Das ist hier gerade Qual 10. Von der Schwierigkeit her. Dann haben wir nochmal Provokation raus. Und die Gegner kippen einfach um. Akarat Champion, kann auch nicht schaden. Wieder mal die Passive einschalten. Also unsere reflektierte Haut, meine ich. Ihr seht schon, die Gegner kriegen richtig Damage reingedrückt. Da ist wieder Bombardierung. Ihr seht in der Schnellleiste den Bombardierungsbuff.
Der ist immer aktiv. So, wo ist der Buff? Wo ist der Champion? Hier. Ihr seht schon 4 oder 5 Treffer. Der ist tot. In Sachen Zähigkeiten müssen wir uns bei diesem Bild überhaupt keine Sorgen machen. Wir gucken jetzt mal unser Inventar. 134 Millionen Zähigkeit. Das ist solide. Und ihr seht schon mit dem Dornschaden hier. Da kippt einfach alles um. Einzige Schwäche von dem Bild von beiden Spielweisen ist einfach dadurch, dass wir eigentlich nur mit einem Ressourcenerzeuger angreifen, haben wir natürlich keinen großen Area Damage. Also sowas wie, keine Ahnung, Woge des Lichts oder so, die in alle Richtungen ballert oder sowas, was haben wir hier in diesem Bild halt nicht. Das muss man berücksichtigen. Aber da hilft ja immerhin der Set-Bonus 2. Allen Gegnern im Radius 15 drücken wir unseren Dornschaden rein. Da habe ich, glaube ich, einen Champion übersehen. Da ist er gestorben. Ihr seht schon, Zähigkeit überhaupt kein Problem. Wir können in den geschmolzenen Explosionen einfach stehen bleiben. Da ist es überhaupt kein Problem. Ich weiß gar nicht, was für ein Rift wir mit dem Akans Invoker Crusader gemacht haben, dass ich das jetzt gar nicht vergleichen kann. Aber ich glaube, es war entweder ein 45 oder 50. Ich glaube, ich nehme standardmäßig 45er, um einfach einmal die maximale Schwierigkeitsstufe, die man sozusagen Non-G-Rifts haben kann, einmal zu zeigen, dass halt immer Qual 10 ist. Paladin des Schildes brauchen wir jetzt nicht. Man kriegt übrigens bei diesem Bild sehr gute Muskeln im rechten Arm, weil man die ganze Zeit eigentlich die Maustaste gedrückt durchhämmert. Ich finde das mit den Bombardierungsdingen sehr angenehm, weil es einem halt echt Zähigkeit gibt. Und ihr seht schon, dieser Buff da unten, das ist der dritte von links. Der ist eigentlich immer aktiv. Wow, Moment, da habe ich eine Bonuskugel übersehen. Das ist ja nicht zu verantworten. Und ich hätte definitiv einen 50er spielen können, das ist ja viel zu einfach hier. Also ich selbst bin mit diesen Builds bis jetzt bis G-Rift Stärke 55 gekommen, was finde ich ganz okay ist. Da geht mehr auf jeden Fall. Aber mein Gear ist halt auch noch nicht perfekt. Also wenn man jetzt hier ein komplettes, uraltes Gear hat, habe ich mir sagen, dass dann zumindest, dass man auf jeden Fall nicht mit dieser Spielweise, aber mit der, die ich im vorherigen Guide vorgestellt habe, also mit der Mix aus Ansucher und Akarats Champion, kann man tatsächlich bis G-Rift Solo über 90 kommen. Das ist möglich, weil der Build halt eine so unglaubliche Zähigkeit hat. Aber dafür muss man halt wirklich komplett uraltes Gear haben, überall Maximum an uralten Dornschaden oder sowas. Dann geht das. Was man hier auch spielen kann, ist, dass man die Waffe Hacken, die ich jetzt hier habe, die extrahiert, die in den Waffenslot packt, dann nicht dieses Schild hat mit Abklingzeitreduktion, aber stattdessen die Waffe Schweinemörder anlegt, die einfach einen sehr hohen Waffenschaden hat und auch noch Bonusschaden gegen Humanoide und gegen Tiere, glaube ich, gibt, was ja auch nicht verkehrt ist. Hat den Nachteil, dass man diese Abklingzeitreduktion durch das Schild nicht hat. Hat den Vorteil, dass man auf jeden Fall den Bonus von Hacken bei 100% hat. Weil was man im Würfel extrahiert, hat ja immer den maximalen Bonus. Ich kenne tatsächlich nur diese Spielweise jetzt mit Hacken direkt ausgerüstet. Wie es sich spielt, wenn man Hacken extrahiert, habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert, weil ich bis jetzt nur einen Hacken besitze. Das ist mein Uralter. Ich hatte mal einen anderen, aber den habe ich, glaube ich, zerlegt und nicht extrahiert. War jetzt rückblickend ein bisschen doof. Aber naja, ich finde schon noch irgendwie ein. Im Moment spiele ich eher Mönch. Will jetzt ein bisschen ein paar Mönch-Builds aufnehmen. Also auf jeden Fall nochmal so ein Mix aus. Jetzt kann ich ja schon mal gleich jetzt einen kleinen Trailer hier werten. Ich werde bald einen Guide aufnehmen zu einem Mönch-Bild, der eine Mischung aus Udinias und Innas spielt. Ist bis jetzt die stärkste Spielweise von Mönch, die ich bis jetzt in der Season hier gespielt habe. So, jetzt mal gucken, wie schnell der Guardian tot geht. Oh, das geht auch schon fix hier, guck mal. Auf jeden Fall den werde ich aufnehmen, dann werde ich einmal rein Udinias aufnehmen, weil Udinias, das Set wurde auch ein bisschen verstärkt, dazu will ich aber an dieser Stelle nichts sagen, das kommt dann im Guide. Warte, werde ich denn hier mal schönes, das bringt mir glaube ich nicht viel, ja, oh Gott, 8% Aufwärtschance, okay, ich glaube das können wir vergessen. Wie sieht es hier aus? 60%, na immerhin. Na komm, noch eins. Ja, fantastisch. Okay, das hat sich gelohnt. Auf jeden Fall, Udinias werde ich aufnehmen, den Innas Udinias Mix und dann so ein Vokus auf jeden Fall. Also 3 Mönch-Guides werden jetzt in nächster Zeit noch folgen. Und ich bin auch gerade dabei, ein bisschen Zauberer zu spielen. Also wahrscheinlich kommt auch nochmal was zum Zauberer. Muss ich mal gucken. Das ist ein Krotz, haben wir hier gefunden. Esoterischer Wandel, ja, den will keiner. Auf jeden Fall kommen da noch einige Guides. Vielleicht auch mal wieder ein paar hohe G-Rifts, die ich einfach mal zeige. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall, das war jetzt hier der Dornritter, nur gespielt mit dem Set Dorn des Ansuchers. Finde ich persönlich ein bisschen angenehmer zu spielen als die Variante mit Akans Champion, obwohl die eigentlich stärker ist, weil man einfach diesen Akarat Champion dauerhaft aktiv haben kann oder möglichst dauerhaft aktiv. Die
Spielweise, die ich jetzt hier an dieser Stelle vorgestellt habe, gefällt mir persönlich ein bisschen besser. Hängt aber, glaube ich, auch ein bisschen davon ab, was man für ein Gear hat. Wenn man jetzt zum Beispiel den Akarats-Champion komplett in Uralt hat, ist das garantiert die Methode der Wahl. Hat halt einfach nur den Nachteil, dass im Gegensatz zu zum Ansucher-Set Akarats-Champion-Teile nicht standardmäßig Dornschaden drauf haben. Das heißt, den Dornschaden muss man Glück haben, dass er drauf ist, oder man muss ihn drauf machen. Hat dann den Nachteil, dass man an dem Rest von den Eigenschaften des Gegenstands nichts mehr ändern kann. Muss man also richtig Glück haben und gute Teile erwischen. Was hier bei den Dornenteilen etwas einfacher ist, halt einfach. Ja, ich finde persönlich diesen Bonus mit dem Bombardement sehr angenehm. Ja, also ich würde eher zum reinen Dorn des Ansuchers-Set raten. Das muss allerdings jeder für sich selbst entscheiden. Oh, mir fällt gerade eigentlich auch gar nicht gesagt, mit welchen legendären Edelsteinen wir hier spielen. wir spielen natürlich mit Boyaki Splitter, erhöht unseren Dornschaden, Verderben der Gefangenen und Verderben der Geschlagenen. Man kann alternativ auch statt mit Verderben der Geschlagenen, mit Verderben der Mächtigen spielen, aber Verderben der Geschlagenen ist vor allem bei Portalwächtern halt richtig gut, weil wir dann mit jedem Schlag unseren Dornschaden sozusagen um 1,28% erhöhen und das multiplikativ kommt halt einiges bei zustande. Auf jeden Fall, das war mein Guide zum Dornritter. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ihr Vorschläge, Anmerkungen, sowohl zu meiner Art, die Guides zu präsentieren, aufzubauen oder auch einfach zum Bild als solchen habt, vielleicht irgendwie einen anderen Gegenstand verwendet, eine andere Rune, die sich irgendwie als effektiver herausgestellt hat, schreibt mir bitte in die Kommentare. Ich freue mich über jedes Feedback und werde die auch in den nächsten Guides dann immer ansprechen. Vielleicht auch, wie ich jetzt auch mit dem Inners Guide das mache, sozusagen ein kleines Update rausbringe, wo ich sage, okay, das und das kann man besser machen. Und Kommentare eurerseits und Verbesserungsvorschläge würde ich mir auf jeden Fall angucken, ausprobieren und wenn ich der Meinung bin, dass es tatsächlich eine Verbesserung darstellt, das auch nochmal in einem neuen Guide bringen. Ich hoffe, der Guide hat euch gefallen und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Dornritter und wir sehen uns im nächsten Guide wieder, der sich diesmal etwas mehr mit dem Mönch befassen wird. Bis dahin, haut rein, Leute.